Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator im wunderschönen Phoenix A320. Und wir haben uns heute die Austrian Livery rausgesucht, um einen sehr, sehr schönen Flug zusammen durchzuführen. Wir sind schon auf Reiseflughöhe angekommen, sind gerade auf dem Weg nach Salzburg. Und zwar wollen wir dann dort gemeinsam ein wunderschönes Circling auf die Runway Tritri fliegen. Und um zu wissen, was wir da überhaupt erstmal fliegen müssen, schauen wir doch als allererstes mal in unsere Anflugkarten rein. Geplant für unseren heutigen Flug haben wir die TITIC 1 Romeo Arrival. Geht hier bei dem Wegpunkt TITIC los, dort müssen wir über 6000 Fuß sein. Und dann geht es weiter über Whisky Sierra 508, ebenfalls über 6000 Fuß zum Salzburg VOR. Danach dürfen wir auf 4000 Fuß runter und das Salzburg VOR werden wir uns dann als erstes aufs VOR einsetzen. Und vom Salzburg VOR aus möchten wir dann zunächst mal auf das ILS Runway 15 anfliegen. Und das ILS sehen wir hier auf dieser Karte. Hier oben ist wieder das Salzburg VOR über 4000 Fuß. Und dann geht es weiter zum Salzburg NDB. Und dann weiter über 4000 Fuß bleiben auf den Inbound-Course von 153 Grad. Und aus 4000 Fuß beginnt dann unser ILS bei 8 Meilen Oscar Echo Sierra. Hier seht ihr das Querprofil. Wir fliegen also aus 4000 Fuß los. Bei 8 Meilen geht dann der Descent los, ein 3 Grad Anflugprofil. Und von diesem ILS aus möchten wir dann gleich unser Circling fliegen. Sollten wir auf diesem Teil durchstarten müssen, würde es quasi einmal über den Platz hinausgehen bis 2 Meilen Oscar Echo Sierra und dann links herum nach Sierra India zurück und dann hier einmal entlang des Localizers outbound zurück zum Salzburg VOR und wir würden auf 6000 Fuß steigen. Ansonsten fliegen wir den Localizer weiter bis zum Wegpunkt Sierra India und von dort aus gucken wir uns auf die nächste Karte, dort ist nämlich das Circling eingezeichnet. Vom Wegpunkt Sierra India werden wir einen Breakoff machen, werden also dann von dem Localizer runtergehen. Dann seht ihr hier wieder, wie es in den anderen Visual Approaches auch schon war, eine gestrichelte Linie. Das heißt, ab hier ist alles ein reiner Sichtanflug. Wir müssen also die Bahn ständig in Sicht behalten. Wir fliegen also ziemlich dicht an den Platz heran, machen dann eine Linkskurve auf 125 Grad, outbound von Sierra India. Das werden wir uns dann gleich aufs ADF-2 einmal setzen. Und dann werden wir das Ganze 3,5 Meilen geradeaus fliegen. Den Text dazu seht ihr hier unten. Wir fliegen also auf dem Track bis 3,5 Meilen, followed by a right turn on final runway Tritri. Wir fliegen also auf 125 Grad, 3,5 Meilen und danach einen Rechtsturn aufs Final für die Runway Tritri. Um diese 3,5 Meilen von Sierra India dann später zu sehen, ihr seht ja, das ist kein DMI, sondern nur ein NDB, wir haben da keine Entfernungsanzeige, wenn wir uns Sierra India dann einmal auf die Progress Page setzen. Und wenn wir dann bei 3,5 Meilen sind, geht es in die Rechtskurve, wir starten unsere Descent und dann geht es auf den Inbound-Course von 333 Grad aufs Final für die Runway Tritri. Sollten wir während dieses Teils durchstarten, würden wir auch hier einmal das Procedure zu Ende fliegen, über die Bahn hinweg und dann über den Localizer raus zum Salzburg VOR zurück auf 6000 Fuß steigend. Die Bahn in Salzburg hat eine 240 Meter versetzte Schwelle, ist ansonsten 2510 Meter lang, 45 Meter breit und 3 Grad Papis stehen links von der Bahn, die uns dann also im Anflug ein bisschen helfen können, unsere Höhe im Vergleich zum Anflugprofil sehen zu können. Ansonsten liegt die Threshold Elevation auf 1411 Fuß, also Airport liegt ein bisschen höher als wir das sonst kennen. Und unser Minimum sehen wir hier unten, 2610 Fuß, das ist also auch ungefähr die Höhe, auf der wir dann später unser Circling fliegen. Und da wir ja 2610 Fuß schlecht eindrehen können, werden wir hier also unser Circling dann auf 2600 Fuß fliegen. Wenn wir auf der Runway Tritri gelandet sind, dann nehmen wir Autobrakes Medium, verlassen die Bahn dann nach links über Delta oder Charlie und können dann hier über Exit 3 wahrscheinlich an den Main Apron rollen und suchen uns dort eine schöne Parkposition. Die Gegend rund um Salzburg sollte man sich vom Terrain her auch mal angucken, südlich vom Airport relativ hohe Berge, da sollten wir nach Möglichkeit von fern bleiben. Während hier im Norden mit 4000 Fuß die MSA relativ niedrig ist, sollte also irgendwas sein, gucken wir, dass wir uns auf jeden Fall nördlich vom Airport aufhalten. Damit haben wir unsere Anflugkarten fertig angeschaut und dann können wir jetzt ins Cockpit hüpfen und die ganzen Daten einmal in den Flieger eingeben. Im Cockpit angekommen, überprüfen wir als allererstes mal, dass wir den richtigen Anflug hier drin haben, gehen also auf die Flightplan Page. Ihr seht hier Salzburg, die Runway 15 haben wir schon mal eingegeben. Mit dem ILS Runway 15 via Salzburg und die TTIP 1 Romeo Arrival. Damit unser Flugzeug später nicht nur die Runway 15 drin hat, sondern auch die eigentliche Bahn, auf der wir landen, die Runway Tritri, können wir jetzt einmal hier in den Secondary Flight Plan gehen, können unseren aktiven Flugplan kopieren und können hier eine neue Arrival eingeben. Das heißt, wir haben uns jetzt auf unserem primären Flugplan ein ILS für die Runway 15 einprogrammiert. Hier in unserem zweiten, in dem Secondary Flight Plan, möchten wir uns jetzt gerne die Runway Tritri eingeben, ohne irgendwas dazu. Und wenn wir dann auf Return klicken, dann seht ihr, wir haben den gleichen Flugplan nochmal drin,
allerdings dann hier unten nicht mit dem ILS, sondern mit einem Visual auf die Runway 33. Das ist insofern gut, dass wir unserem Flugzeug dann, sobald wir unseren Breakoff gemacht haben, einmal hier über Secondary Flight Plan Activate Secondary die richtige Bahn in seinen aktiven Flugplan kopieren können. Was wir jetzt auch machen können, wenn wir so einen Secondary Flight Plan haben, ist, hier eine entsprechende Performance für diesen Secondary Flight Plan einzugeben. Das aktuelle Wetter aus Salzburg haben wir uns schon geholt, das QNH 1016. Die Außentemperatur 27 Grad und wir haben einen aktuellen Wind von 270 Grad mit 6 Knoten. Unser Minimum, haben wir gesagt, sind 2610 Fuß, das geben wir hier oben rechts ein. Und dann haben wir schon unsere Performance später, wenn wir dann den Secondary Flight Plan aktivieren, hier schon entsprechend hinterlegt. Die gleiche Performance geben wir jetzt auch noch auf unserem primären Flugplan einmal ein. Also auch hier QNH 1016, Außentemperatur 27 Grad und Wind aus 270 Grad mit 6. Das passt. Barominimum für den Anflug geben wir ebenfalls 2610 Fuß ein. Und dann haben wir unsere Performance-Seiten erfolgreich ausgefüllt. Wir haben mittlerweile auch unseren Top-of-Descent erreicht. Ihr seht, der Wiener Pfad wandert langsam nach unten. Wir gehen also auch schon mal in den Descent. Und haben Thrust Idle Open Descent Alt Blue Flight Level 100. Was wir jetzt auch noch einmal machen möchten, ist uns eine Fix-Info zu setzen. Wir haben ja gesagt, wir wollen unseren Breakoff nachher von Sierra India aus machen und möchten von Sierra India, das in 110 Meilen Entfernung aktuell liegt, das kommt ganz gut hin, gerne auf 125 Grad weiterfliegen. Wenn wir das jetzt hier als Fix-Info mit dem Radial 125 eingeben und dann hier mal in den Plan-Modus wechseln, dann könnt ihr jetzt schön sehen, dass wir hier mit der blauen Linie ganz gut nochmal visualisiert haben, was wir dann später abfliegen möchten. Was wir jetzt auch noch machen ist, wir gehen auf die Progress-Page, setzen hier nochmal Sierra India auf die 2 und können dann auch hiermit dann später unsere 3,5 Meilen Distanz ablesen. Was wir auch noch machen können, ist uns eine Extended Centerline einzubauen. Auch das machen wir über die Fix-Info-Seite. Geben dann hier einmal die Runway 33 in Salzburg ein und das Ganze mit einem Inbound-Course von 153 Grad. Dann haben wir nämlich noch eine zweite blaue Linie. Wenn wir jetzt nochmal in den Flightplan-Modus gehen, dann könnt ihr jetzt auch die zweite blaue Linie sehen und die zeigt uns also nochmal ungefähr an, wo später unser Final sein wird. Was wir auch noch machen ist, wir gehen einmal auf die RATNAV-Page, setzen uns hier das Salzburg VOR, Sierra Bravo Golf aufs VOR 1 und Sierra India unser NDB aufs ADF2 und schalten dann entsprechend unsere Schalter hier oben auch in die richtige Position. Also auf der 1 haben wir das VOR gesetzt, also geht der Schalter auf VOR und auf der 2 haben wir das ADF gesetzt, also geht das auf ADF. Ansonsten haben wir unseren Anflug soweit vorbereitet, wir wählen noch Autobrakes Medium vor. Und dann ist es in Salzburg auch immer keine schlechte Idee, das Terrain Raider frühzeitig schon mal mit drauf zu schalten, weil wir dann doch, wie ihr in den Karten gesehen habt, etwas Berge rund um den Airport haben. Dann werden wir jetzt weiter sinken und dann sehen wir uns wieder, wenn wir auf dem ILS für die Runway 15 sind und dann unser Circle to Land fliegen. Im Anflug angekommen. Ihr seht, wir fliegen gerade über das Salzburg VOR drüber. Drehen wir jetzt auf das ILS drauf. Oscar Echo Sierra ist schon identified auf der 109,9 in 13,4 Meilen und dann dürfen wir jetzt auch auf 4000 Fuß runter. Die Höhe haben wir schon eingedreht und sobald wir dann hier inbound zum Salzburg NDB sind, werden wir dann unseren Approach-Modus armen. In unserem Fall reicht es auch heute nur den Localizer zu nehmen. Da wir ja nicht das ILS komplett runterfliegen wollen, können wir uns um die Höhe auch selber kümmern. Stück für Stück können wir dann auch schon mal die Landeklappen ausfahren. Flaps 1, Speed checked, Flaps 1 und entsprechend dann auch schon mal die Geschwindigkeit etwas reduzieren. Dann gehen wir jetzt in den Localizer-Modus Lock Blue. Der Flieger fängt jetzt also den Localizer gleich ein, Lock Star. Und dann wandert auch der Glideslope langsam rein. Das heißt, wir gucken dann, dass wir auf 4000 Fuß den Glideslope mitnehmen, sinken dann auf unsere Circling Altitude von 2600 Fuß. Und wenn wir dann bei Sierra India angekommen sind, dann gehen wir in das Visual Procedure, gehen einmal in den Secondary Flight Plan, drücken Activate Secondary und können dann, so wie eben besprochen, unser Circling fliegen. Wir reduzieren weiter die Geschwindigkeit auf 180 Knoten, können dann noch schon mal Klappen 2 fahren, Flaps 2, Speed checked, Flaps 2 und dann drücken wir hier auf Track FPA.
Dann können wir nämlich hier einen Sinkwinkel eingeben und dann gehen wir erstmal mit 3 Grad runter und müssten dann mehr oder weniger diesem Gleitslope automatisch auch folgen. Vor uns sehen wir jetzt schon die Stadt Salzburg und wir sehen auch, dass wir auf jeden Fall auf Berge zufliegen und deswegen ist es unmöglich, ein ILS auf die Runway Tri-Tri zu fliegen und folglich braucht es also wieder hier ein Circle to Land. Jetzt haben wir noch knapp 1000 Fuß bis zu unserem Minimum. So in etwa 100 Fuß über unserem Minimum wollen wir dann einmal hier auf den FPA-Knopf draufdrücken. Ihr seht, 1740 Fuß aktuell sind jetzt also knapp 100 Fuß über Minimum. Damit macht nämlich der Flieger einen Level Off, 100 Above. Bahn haben wir jetzt in Sicht und der Flieger hält jetzt ungefähr unsere Minimumhöhe. Wenn wir jetzt auf Sierra India zufliegen, seht ihr hier mit der blauen Linie eingezeichnet einmal den Pfad, den wir gleich weiter fliegen wollen. Und dann können wir noch so lange auf dem Localizer bleiben, bis wir hier über Sierra India drüber sind. Ihr seht, der Gleitslope ist jetzt natürlich nach unten durchgewandert. Runway haben wir wunderbar in Sicht, können also den Flieger jetzt manuell in die Hand nehmen. Manual Flight und Manual Thrust. Both Flight Directors off. Und jetzt sollte gleich unsere NDB-Nadel das Fallen anfangen. Sobald sie das tut, sie bewegt sich jetzt schon, können wir also in die Linkskurve gehen. 125 Grad. Minimum. Continue, halten die 2600 Fuß. Und jetzt in unserem Circling können wir einmal hier auf Secondary gehen. Activate Secondary. Und damit seht ihr, wird automatisch der neue Anflug übernommen. Speed managed. Und dann können wir auch schon mal den Flieger durchkonfigurieren. Gear down. Lichter schalten wir an, die Speedbrakes werden gearmt. Die Signs sind eigentlich schon angeschaltet, das ist ein kleiner Bug, also einmal aus- und anschalten, dann sollte das wieder passen. Und dann Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Und Flaps full, Speed checked, Flaps full. Jetzt machen wir hier unten die Progress Page einmal auf. Gucken natürlich auch, dass die Approach Phase aktiviert ist, das ist der Fall. Und dann warten wir hier, wo jetzt 3 Meilen angezeigt sind, auf 3,5 Meilen und dann geht es in den Turn und in den Descent. Jetzt sind wir bei 3,3 Meilen, 3,4 und dann sind wir jetzt ungefähr bei 3,5 Meilen, gehen in die Rechtskurve, starten langsam unseren Descent. So ungefähr 20 Grad Bank, ungefähr 500 Fuß pro Minute, reicht für den Anfang und dann gucken wir während unseres Turns so ein bisschen nach rechts draußen und schätzen dann ab, Minimum, wie wir vom Profil her unterwegs sind. Minimum Continue. Und dann würde ich sagen, lasse ich euch einfach jetzt den restlichen Ausblick genießen und ich fliege den Approach und dann hören wir uns gleich nach der Landung wieder. Da sehen wir die Bahn aktuell etwas auf der hohen Seite unterwegs, das korrigieren wir noch. Aber dann haben wir unseren Turn wunderbar geflogen. Wichtig ist vor allem, dass wir ihn nicht überschießen, den Turn, weil wir das hinterher wieder schlecht korrigieren können. Maximal 1000 Fuß pro Minute Sinkrate, wenn das nicht passt, müssten wir durchstarten. Aber das kriegen wir noch hin. Leichter Wind jetzt von links, 270 Grad, so wie angekündigt. 100. 50, 40, 30, 20, retard. 5. Spoilers. Reverse Green. Descent. 70 Knots, ein Reverse und Manual Brakes. Herzlich willkommen
In Salzburg. Und dann haben wir unser Flugzeug sicher nach Salzburg gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, in unserem Anflug waren wir jetzt ein bisschen zu hoch unterwegs. Das Problem ist im Simulator immer, man müsste eigentlich viel nach rechts rausgucken. Das kann man leider alleine im Cockpit auf der linken Seite im Simulator immer recht schwer machen. Und deswegen mussten wir dann am Schluss schon etwas stärker sinken, war aber alles innerhalb der Limits. Also hat wunderbar gepasst. Ihr könntet vielleicht dann ab und zu mal in die Außenkamera wechseln, dann vielleicht den Sinkflug entsprechend ein bisschen anpassen. Oder ihr habt Features wie Track-IR, dann könnt ihr damit natürlich auch immer wunderbar um die Ecke gucken. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne mal bei Twitch vorbei. Da fliegen wir das und andere Flugzeuge sehr, sehr regelmäßig. Und dann könnt ihr uns dort auch wunderbar eure Fragen stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und always Happy Landings!